Hallo meine lieben Freunde, ich muss meine Kamera ein bisschen weiter runter machen, ihr seht mich wahrscheinlich kaum. So, und willkommen zurück zu diesem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und bin reichlich sauer, aber ich mache jetzt kein langes Intro, sondern ich fange sofort an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also, der Grund, warum ich sauer bin, ist eigentlich das. Ich habe mir eine neue Haarfarbe geholt von Garnier. Das ist ein tiefes Violett. Und Leute, guckt euch meine Haare an. Die sind schwarz. Und ich habe es 35 Minuten einwirken lassen und die sind schwarz. Und irgendwo kann ich das gerade nicht nachvollziehen. Ich habe nie Probleme mit Garnier gehabt. Nie. Aber jetzt, Leute, habe ich schwarze Haare. Und das macht mich ehrlich gesagt so ein bisschen traurig, weil die hat Geld gekostet und was habe ich jetzt davon? Ich habe nicht die Haarfarbe, die ich wollte, habe umsonst Geld ausgegeben. Und bin so gesehen jetzt die Gearschte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Probleme hattet mit Haarfarben, dass ihr Haarfarbe von Garnier geholt habt oder von Pudi Palette oder von sonst irgendwelchen Marken. Es gibt da verschiedene Marken. Ich habe schon öfters Garnier gehabt, habe aber nie Probleme damit gehabt. Aber dieses erste Mal, Leute, habe ich Probleme mit gehabt. Ich zeige euch das einmal an der Kamera. Es sieht jetzt zwar aus wie braun, aber wenn meine Kamera jetzt mal fokussiert. Tiefes Violett. Ja, meine Kamera will ich fokussieren. Egal. Und das ist von schwarz bis blond ist das geeignet. Und nichts. Also meine Haare sind nicht lila, meine Haare haben keinen Lila-Stich, meine Haare haben gar nichts. Und als ich das einmassiert habe, Leute, das war richtig schön lila. Als ich ausgespielt habe, war das auch lila. Und jetzt, Leute, ist das schwarz. Kein Lila-Stich, nichts. Also... Da war ich doch schon sehr, sehr enttäuscht und sehr sauer. Und jetzt habe ich mich gerade an Garnier gewendet. Ich habe die erst mal versucht anzurufen. Der meldet sich aber leider keiner, dann muss ich morgen erst anrufen. Und da habe ich jetzt eine E-Mail hingeschrieben. Ich kann euch die E-Mail gerne mal vorlesen. Ich muss mir kurz mein E-Mail-Programm öffnen. Scheiß Fingerabdrucksensor, wer kennt das, wenn man es eilig hat. Ich muss auf meinen E-Mail-Ordner gehen hier. Dann auf Gesendete. So. Ich habe die an Garnier geschickt. Haarfarbe nicht zur Verpackung. Ich habe mir eine Haarfarbe von Garnier geholt und ein tiefes Violett. Und jetzt ist die Haarfarbe braun-schwarz geworden. Wie sieht das jetzt mit Entschädigung aus? Da habe ich da meinen Namen hinterlassen. Hier unten steht auch eine Telefonnummer. Aber da erreiche ich erst morgen ab morgen wieder jemanden. Also habe ich jetzt eine E-Mail hingeschrieben. Und hoffe einfach, dass ich jetzt relativ schnell eine Antwort kriege. Und dass ich mir auch als Entschädigung schicke, weil ich finde es absolut eine Frechheit. Man bezahlt dafür Geld und dann kriegt man ein Ergebnis, was man überhaupt nicht haben will. Und da war ich da schon auch sehr sauer und sehr gefrustet, weil wir morgen eingeladen sind. Und dann wollte ich eine neue Haarfarbe und ja, jetzt habe ich zwar eine Haarfarbe, aber nicht die, die ich wollte. Und ich finde, wenn man sowieso so blass ist wie ich, da macht sich schwarz überhaupt nicht gut. Also, da wirkst du noch blasser. Naja, und jetzt bin ich irgendwie sehr genervt, auch sehr enttäuscht, muss ich sagen, von Garnier, weil Garnier ist ja normalerweise nicht günstig. Und ja, mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall hoffen, dass Garnier mir jetzt schnell antwortet. Und mal gucken, was ich dann als Entschädigung kriege, ne? Ach, jetzt pfeift mein Handy schon wieder, Leute, ich höre es hier. Mein Handy findet die Haarfarbe toll, das hätte es nicht gepfiffen. Naja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Haarfarbe ihr schon mal hattet und ob ihr auch schon mal solche Probleme hattet. Hattet? Ja, hattet. Und das war jetzt auch ein sehr spontanes Video, weil ich finde, ihr habt ein Recht darauf, das zu erfahren, was man für eine Scheiße mal hat. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal sowas hattet. Wie schon, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gut, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Und danke, dass ihr dran geblieben seid. Bis dann!